Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir sind jetzt gerade dabei, Demeter ausfindig zu machen, kommen ihm immer näher. Wir haben leider immer noch kein Werkzeug gefunden, das in der Lage ist, diese Ranken von den Metallblumen zu beseitigen. Aber dafür haben wir eine neue Begleiterin gefunden, Alva, die scheinbar von der anderen Seite des Ozeans gekommen ist, also wahrscheinlich aus Asien. Oder Australien wäre auch eine Möglichkeit, wie gesagt. Wer weiß. Und hier nach Wissen sucht, um die Natur, die in ihrem Land langsam aber sicher vergeht, wiederherzustellen und zu retten. Und ja, dabei können wir ihr doch theoretisch behilflich sein. Deswegen, obwohl wir zuvor die Soldaten getötet haben, von denen sie begleitet wurde, kooperiert sie komplett mit uns. Weil, wie wir erfahren haben, sie diese Soldaten auch überhaupt nicht ausstehen konnte und sie viel zu barbarisch handelten, als würde ihnen das Töten Spaß machen, etc. etc. Also, die kamen scheinbar nicht so wirklich gut miteinander aus. Wow, Aloy hat einen richtig krassen Tritt drauf. Hammermäßig. Mit welcher Leichtigkeit sie das weggekickt hat. Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Konsolen. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Eins nach dem anderen. So. Okay. Erinnert mich leicht an eine andere Station, wo wir schon mal gewesen sind. Die kriege ich da weg. Glaube ich. Was kriegst du weg? Moment, Akkulagereinheit aufnehmen. What? Okay. So meint sie das. Na also. Dahinter ist ein Hohlraum. Mit Loot. Sehr gut. Okay, was haben wir sonst noch? Ich wusste, dass das nicht das Einzige ist, was wir zurückziehen können. Okay. Das sollte helfen. Okay. Wartungsüberbrückungsschlüssel. Ja, ganz eindeutig. Da kann ich nicht raufspringen. Ich muss es anders versuchen. Das rührt sich nicht. Oh. Ernsthaft? Vielleicht bei den anderen. Na toll. So ein Mist. Irgendwas anderes. Kann ich hiermit was machen? Ja, genau. Damit sollten wir doch weiterkommen. Na, also. Ah. Sieht aus wie eine Art Transportvorrichtung. Kannst du sie zu mir rüber bewegen? Sieht so aus. Wenn du auf das Ding springst, kann ich dich zu den Konsolen bringen. Ganz genau. Alles klar. Dann arbeiten wir mal. Schön im Team. Ah, Moment. Reicht das, dass sie rüberspringen kann oder draufspringen kann? Alva? Einen Moment, lass mich nur... Ich wollte schon sagen. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Moment. Seitlich kann ich das Ding ja nicht schieben, oder? Scheinbar nicht. Sehr gut. So, reicht das? Rüberspringen. Geschafft. Okay. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Aha. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generatorraum. Okay, bin dabei. Das ist alles klar. Ja. Kriegen wir hin. Ich habe die Energiezelle. Jetzt such einen Weg in den Generatorraum. Aloy, noch hast du sie nicht. Oder was? Moment. Ich dachte, die liegt hier hinter, die Energiezelle. Oder hat Aloy sie gerade automatisch einge... Okay. So, Weg in Generatorraum suchen.
Hier wird nicht zufällig irgendwo eine versteckte Route liegen, oder wo genau ist der Generator? Das wäre der Generator in diesem Raum. Er muss irgendwo anders sein. Ja, scheinbar, ne? Da oben? Stimmt, die eine Tür hier ist ja verschlossen. Hatte gehofft, ich könnte damit jetzt irgendwas anfangen. Das wird wohl auch nach wie vor nicht funktionieren. Aloy, ich wollte schon sagen. Bitte runter. Ja, keine Ahnung. Soll ich jetzt die Speichereinheiten vielleicht sogar wieder zurückschieben? So, und dadurch öffnet sich der Generatorraum? Ich habe keinen Plan. Weil weiter rausziehen kann ich sie ja nicht. Ich kann sie entweder nur raus- oder reinschieben. Weg nach oben gibt's auch nicht. Ja, Momentchen mal. Kann ich vielleicht das Ding wieder zurück? Nein, kann ich nicht wieder zurückziehen. Schade, das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen. Das Ding vielleicht in eine bestimmte Stelle schieben und dann das Ding quasi als Absprungplateau nutzen, so wie Alva es vorhin getan hat. Ja, keine Ahnung, mein einziger Gedanke besteht jetzt darin, vielleicht bringt es was, wenn ich all diese Speichereinheiten wieder dorthin zurück... Oh, packe, wo sie waren. So viel dazu. Upsa. Einfach hoch, Aloy. Danke. Aha. Irgendwas Legendäres ist dort. Okay, Feuerglimmer. Sehr gut. Sprengen wir die Mauer weg. So. Aloy, könntest du mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du eine Wand hochjagst? Ich versuch's. Ach, da ist die Energiezelle. Die habe ich... Oh, Mann. Okay. Ich dachte, die liegt halt in dem Hohlraum dahinter. Ja, gut. Das ergibt mehr Sinn. Alles klar. Und rein damit. Okay. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Ah, okay. Also, mit anderen Worten, kann ich jetzt durch die Tür da oben gehen, die zuvor verschlossen war. Ha? Ja. Sehr schön. Na also, wir machen Fortschritte. Herrlich. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Zack. Und zack. Easy. So, irgendwas hier zum Plündern? Nö, erstmal nicht. Okay. Bist du bereit? Bei zwei. Eins, zwei. Leite Diamantranken, Schwachstellen, Testszenario 12C15 ein. Okay, müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein. Wie schalte ich dieses Ding aus? Abfallsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Ende der Welt. Test abgeschlossen. Strukturelle Integrität der Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Alva. Triff mich unten.
Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulme. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft, nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Alles klar. Uiuiuiui. Also mit anderen Worten, hier wurde getestet, ob diese Diamantranken wirklich alles, so ziemlich jede Plage und jeden Angriff überstehen können. Und ja, die Dinger wurden scheinbar richtig resistent gegen so ziemlich alles, sogar gegen das Ende der Welt gemacht. Krass. Okay, also, wo soll ich jetzt hin? Ich soll runter? Oder wie? Pardon, kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Okay, tja. Ich sehe jetzt keinen direkten Weg nach unten, um ehrlich zu sein. Oder hat sich irgendwie einer geöffnet, ohne dass ich es gecheckt habe? Davon abgesehen, was ist das da hinten? Oh, Moment. Könnte das eventuell... Ich glaube, das sieht aus wie eine Waffe, oder? Kann es sein, dass wir jetzt gerade auf der anderen Seite der Mauer sind, wo wir, ja, diesem Feuerkrallenschreiter den Bombenschweif abgetrennt haben? Und das ist jetzt die Waffe, die ich da durch die Wand sehe? Okay, mit anderen Worten, darum brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr großartig zu kümmern. So. Aber die Frage, wie ich jetzt nach unten komme... Oh. Okay. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, hammermäßig. Noch ein Labyrinth. Aber oh, Oh, kriegen wir doch bestimmt hin. Wir haben das letzte Labyrinth überwunden, da kriegen wir das hier auch bestimmt durch. Blumen, die in den Daten Diamantranken genannt wurden. Ja. Sie sollten die Zerstörung stoppen, die die Zeit der Asche verursachte? Sieht so aus. Aber irgendetwas im Bullshit.
Okay, meine Interpretation wäre eher gewesen, sie sollten diese Plage nicht aufhalten, sondern sie zumindest überdauern. Dieses Rohr. Anscheinend geht es bis zur Oberfläche. Ich denke, wir sind unter dem Erprobungsgelände. Vielleicht verbindet es die Anlage mit dem Turm. Halten wir uns hier besser nicht länger auf. Ja, ich versuche jetzt nur hier möglichst alle Sackgassen zu finden, um so viel Loot wie möglich mitzunehmen. Bislang war diese Mission nämlich schon sehr ertragreich. Und wenn man schon bislang so viel wertvollen Loot gefunden hat, dann kann man natürlich nicht aufhören, weiter danach zu suchen. So, was haben wir hier? Ich habe noch gar nicht gefragt. Bist du aus der Gegend? Nein. Ich bin an einem Ort weit im Osten aufgewachsen. Oh, dann sind wir beide weit gereist. Dennoch möchte ich behaupten, du hast die größere Strecke hinter dich gelegt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit der verbotene Westen von dem Gebiet des ersten Teils kalt und feucht hier unten entfernt ist, aber ich möchte behaupten, dass es eine kleinere Strecke gewesen ist als ja, der Weg über das Meer. Das ist es. Alles klar. Kommt jetzt wieder eine Cutscene? Vielleicht, wenn wir rauskommen? Okay. Nein. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Mhm. Finde einen Eingang zur Teststation Efeu. So, schauen wir uns ein bisschen um. Okay, dann gehen wir jetzt durch die offensichtliche Tür. Da oben ist wieder ein Datenpunkt, interessanterweise. Ja, Traum Nummer 4. Oh, heißt es, ich habe einen Traum verpasst, weil ich habe Traum 1 und 2, aber doch noch nicht die 3 gefunden, oder? Glaube ich zumindest. Naja. Dann holen sie die Augen. Dann hoben sie die Augen. Es war nun heller und sie sahen nicht ins. Sie sahen sich ins Antlitz, kreischten auf vor Angst und starben. Sie starben an dem grauenhaften Anblick, unwissend, wer der war, auf dessen Stirne die Hungersnot geschrieben hatte: Teufel. Die Welt war leer, ein Ballen arm und reich, der Jahreszeit beraubt und ohne Leben, ein Klumpen Toter und des Staubes Chaos. Die Flüsse standen still und alle Meere. Nichts regte sich in ihres Schweigens Tiefe. Die Schiffe lagen unbemannt und faulten. Stückweis zerfielen ihre morschen Masten und schliefen ruhig in dem starren Abgrund, die Wellen tot im Grabe die Gezeiten. Der Mond, ihr Meister, war schon längst erloschen, der Wind war aus, die Luft erstickt, die Wolken waren verschwunden, ihre Hilfe hatte, die Finsternis sich Not, sie war das All. Aber Moment, jetzt muss ich nochmal im Notizbuch ein bisschen stöbern. Wir haben hier ein paar neue Kleinigkeiten sowieso freigeschaltet, die ich mir angucken möchte. Krallenschreiter. Wir haben da einfach nur den Feuerkrallenschreiter entdeckt. Und Frostklaue. Eine extrem wilde Beschaffungsmaschine, die sich deutlich schneller bewegen kann, als ihre Größe vermuten lässt. Ihre großen Kühlsaftspeicher ermöglichen tödliche Frostangriffe. So, hätten wir das. Eine neue Biografie, wahrscheinlich von Alva, habe ich mir gedacht. Alva ist ein einfühlsames, wissbegieriges und äußerst kluges Mitglied des Quen-Stammes. Als Wahrsagerin gehört sie zu den wenigen Auserwählten, denen ein Fokus überlassen wurde, allerdings ein fehlerhaftes, veraltetes Modell, um auf die Geheimnisse der alten Welt zuzugreifen. Sie hat ihr Leben dem Studium dieses Vermächtnisses gewidmet, um es dem Volk der Quen zu ermöglichen, vom technischen Wissen ihrer Ahnen, den Alten, zu profitieren. Als es durch den Abbau der Biosphäre im Land der Quen zu einer Hungersnot kam, suchten die Wahrsager in ihren Aufzeichnungen nach einer Lösung. Diese Suche führte dazu, dass der Stamm eine große Schiffsflotte über den Pazifischen Ozean nach San Francisco schickte. Da sie für einen Verbindungspunkt zu bedeutenden Ahnen...
dass sie für einen Verbindungspunkt zu den bedeutenden Ahnen hielten. Alva nahm an dieser Expedition teil, die sowohl auf See als auch am Zielort in schwere Notlagen geriet. Obwohl sie einige kleine Datenfunde machten, drohte die Expedition zu scheitern und konnte keinerlei Geheimnisse enthüllen, die ihrem Stamm helfen konnten. Doch dann begegnete Alva Aloy, die ihrem Volk neue Hoffnung brachte. So wie das hier in der Biografie klingt, eine Expedition, bei der sie schon öfter in schwere Notlagen geriet. Das ist so ein Satz, der theoretisch ein DLC aufbauen könnte. Jetzt nur so eine Theorie, ne? Das wäre doch theoretisch eine interessante Sache fürs DLC, oder? Dass man Alva zuerst einmal in ihrer Heimat spielt, dass man sich da ein bisschen umgucken kann, wie dann langsam die Expedition vorbereitet wird. Dann kommt halt die Reise über das Meer, bei der ich hoffe, dass sie länger dauert als nur eine Cutscene, weil die interessiert mich außerordentlich, weil das ja natürlich auch die größte Strecke ist. Ja, und dann, wie sie von San Francisco hierher kam, vielleicht noch in so einer kurzen Sequenz erklärt. Das wäre auf jeden Fall doch mal eine ganz nette Idee für ein DLC, oder? Dass man mal jemand anderen als Aloy steuert, vor allen Dingen, weil diese Person auch aus einem anderen Kontinent kommt. Das alleine ist doch schon mal super, ein super guter Grund, um aus ihr ein kleines DLC zu basteln, ne? Damit wir auch mal quasi, ja, ein anderes Land sehen, wie es da so zugeht. Fände ich mal interessant, das etwas genauer zu sehen. Keine Ahnung, ob DLCs jetzt geplant sind für Forbidden West, aber das wäre ein DLC, das ich feiern würde, um ehrlich zu sein. So, Huch. Wo sind denn jetzt die Datenpunkte? Momentchen. Wo wurden die ganzen... Ah, hier. Hier wurden sie abgespeichert. Und ja, ich habe tatsächlich die Nummer 3 irgendwo liegen gelassen. Keine Ahnung wo. Ups. Naja, vielleicht habe ich später nochmal die Gelegenheit, das nachzuholen. Wer weiß. Keine Ahnung, ob... Dieser Komplex ist wohl die Teststation Efeu. Dann finden wir da drin hoffentlich Antworten. Keine Ahnung, ob ich in der Lage bin, noch einmal hierher zurückzukehren, sobald ich die Mission an diesem Ort abgeschlossen habe. Ich will's einfach mal hoffen. Es ist so still. Zu still. Ja. Sei auf der Hut. Vor allen Dingen, wenn ich hier schon... Was zur Hölle? Feuerbrüllrücken. Warum sind keine Daten verfügbar? Der steht doch gleich auf. Wow! In den Kampf! Eine von den Maschinen! Sie macht sich unsichtbar? Schreckflügel! Wow! Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Irgendwas Wichtiges? Ja. Da. Metallzahn. Was zur Hölle? Echt jetzt? Okay. Oje, oje, oje. Au. Da hast du mich schön geblendet, du Drecksvieh. Wow. Oh, oh. Alter, halt still! Hat das Viech irgendwelche Schwachstellen? Frost vielleicht oder so? Alter, nee, ne? Scheiße! Wo ist es da? Ich mach einfach mal auf Verdacht Frost drauf. Keine Ahnung, ob es was bringt. Schwachstellen-Treffer, okay, sehr gut. Man kann sie ja gerade noch so erkennen. Okay, Feuer scheint gut zu sein. Das Ding brennt jetzt wirklich lichterloh. Das Problem ist nur, ich kann immer noch nicht die Zähne erkennen.
Einmal Feuerpfeile herstellen. Ich kann sie aus der Ferne treffen. Ja, ich theoretisch auch, aber dafür würde ich gerne sehen. So ganz, ganz knapp kann ich erahnen, wo die Zähne sind. Glaube ich. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, ich hatte gehofft, dass ich den wieder aktivieren kann. Den Mutstoß. Komm schon. Ach Mann, dreh dich doch nicht von mir weg. Du dreckst die. Davon abgesehen, ja, ich habe auch gemerkt, dass diese Maschine auf einer Fledermaus basieren soll. Krasse Sache. Aber ich versuche auch gleichzeitig jetzt gerade das Viech down zu kriegen. Oh. Das gibt's doch nicht. Böse, böse. Hat es sich wieder... Nee, doch nicht unsichtbar gemacht. Puh. Bleib doch wenigstens stehen. Au, 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 au. Zur Hölle. Au. Jetzt momentan noch nicht, aber später vielleicht. Kann einer der Zähne endlich mal abfallen? Ist ja nicht so, als ob ich nicht schon den ganzen Kampf draufballern würde. Ich habe das Gefühl, ich werde das Viech jetzt wieder erledigen, bevor ich auch nur einen Zahn abtrenne. Alter, wie das Viech gerade durch die Luft geskatet ist. Das sah gerade zumindest von der Animation her so aus. Ja, seht ihr? Was zur Hölle? Schon wieder? Ey. Komm schon. Ich fass es nicht. Lande gefälligst, danke. Oh oh. Ach, natürlich, werde ich wieder unsichtbar. Komm schon. Dreh dich zu mir um, Mensch. Ey. Das gibt's doch nicht. Ich hätte jetzt doch eigentlich das Ding treffen müssen. Oh, jetzt habe ich umsonst Munition hergestellt. Ich mache sie alle. Alter. Jetzt kommt wieder dieser Skating-Angriff. Komm, mach's nochmal. Oh, jetzt bleibt das Viech natürlich die ganze Zeit in der Luft, bis ich anfange zu zielen. Wetten? Ja, erst dann fliegt es los. Das gibt's doch nicht. Mann, Leute. Ich werde keinen einzigen Zahn bekommen, oder? Ich seh's. Jetzt schon. Das
frustriert jetzt schon die Scheiße aus mir heraus, wirklich. Alter, wo ist das? What the hell? Einen wenigstens? Das sah gerade so aus. Einen habe ich, oder? Furchteinflößend, aber unglaublich. Yes, danke. Wir sollten jetzt in Teststation Efeu können. Das Ding hatte sogar eine Metallblume dabei. Okay. Alter, ey, ich habe nicht mehr damit gerechnet, überhaupt auch nur einen einzigen Zahn von dem Ding abgetrennt zu kriegen. Meine Fresse, aber ich habe es doch noch geschafft. Ganz zum Schluss mit dem allerletzten Schuss. Puh. Wir sollten nicht hier bleiben. Hier könnten noch mehr von den Maschinen sein. Ja, ist ja okay. Ich sammle jetzt nur ein bisschen Heilkräuter ein, weil ich jetzt wieder ein bisschen davon benutzt habe. Gibt es hier noch irgendwo welche? Das sieht gut aus. Okay, sehr gut. Damit haben wir unser Inventar wieder voll. Dann können wir weitermachen. Heieieiei. So, in unserem Notizbuch haben wir jetzt eine neue Maschine entdeckt. Wow, das Menü laggt gerade so ein bisschen. Schreckflügel, eine große und mächtige Flugkampfmaschine. In ihrem Arsenal an Angriffen ist eine Reihe von störenden Statuseffekten, was sie zu einem gefährlichen und hartnäckigen Gegner macht. Kappa-Überbrückungen gesperrt. Ah, okay. Die kann ich bei Kappa scheinbar. Okay, bei Kappa. Oh. Das kennen wir ja bereits. Da stellt sich mir jetzt auch direkt die Frage, können wir eventuell über die Kappa-Brutstätte fliegende Maschinen überbrücken? Wenn ja, dann, oh Leute, wird das hammermäßig. Das wäre geil, wenn wir bald in der Lage wären, tatsächlich, ja, fliegende Maschinen als Reittiere zu benutzen. Oh, das wäre Hammer. So, jetzt bei Falle. Platziere Fallen schneller. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt kann ich mich ja so ein kleines bisschen um diesen Skilltree kümmern. Theoretisch. Oder? Oder soll ich erst einmal so ein bisschen bei den anderen Skilltrees alles weiter ausbauen? Ich könnte ja... Moment. Hier, Teilbrecher. Das könnte ich zum Beispiel einmal aufwerten, aber dann brauche ich noch einen Skillpunkt. Mit anderen Worten, ich sollte lieber ein bisschen sparen. Hier, den Diamantkranken, muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Das hat er doch schon vorher oft genug gemacht, oh, also... Das ist interessant. Bin ich mir was sicher? Gefunden? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Hm. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Mhm. Okay, danke dafür. Was haben wir denn hier für einen Datenpunkt? Ernährung der Welt. Okay. Tala Aquino, persönliches Protokoll, das Treibhaus, 15. September 2047. Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Arthur C. Clarke. Aber man muss den Trick durchschauen, wenn es soweit ist. Wenn der Vorhang aufgeht und die Spiegel enthüllt. Mir ist allerdings immer noch nicht klar, wie wir diesen wissenschaftlichen Zauber vollbringen konnten. Es ist nicht nur das Tempo, in dem die Projekte entstanden sind, oder die Stabilität der Ergebnisse, trotz der Komplexität der Biotechnologie. Es ist nicht einmal die riesige Vielfalt an Pflanzen, die jetzt widerstandsfähiger gegen Hitze, Dürre und Krankheiten gemacht werden können. Es ist die einfache Tatsache, dass all diese Ergebnisse greifbar sind. Keine Ankündigungen in wissenschaftlichen Magazinen, keine überschwänglichen Vorhersagen auf Grundlage von Simulationen. Unsere Forschungen sind physisch erfahrbar geworden. Was vor 4 Jahren als Traum auf einem verlassenen Industriegelände begann, ist jetzt zu zahllosen Reihen von automatisierten FAS-Anbaueinheiten geworden, von denen jede Genmanipulationen im Feld
Einsatz durchführen kann. Auf tatsächlichen Feldern. Diese Roboter analysieren die Bodenzusammensetzung, Lichtintensität, Temperatur, Windgeschwindigkeit und hunderte andere Faktoren. Dann können sie mit Gensequenzen, die wir erschaffen haben, eine Maschine auswählen oder konstruieren, die an diesem Standort die besten Erträge erzielt. Natürlich werden alle Pflanzen, die diese Einheiten erschaffen, am besten von anderen FAS-Maschinen geerntet. Aber welche Regierung würde sich angesichts einer verhungernden Bevölkerung darüber beschweren, dass sie unsere Roboter benutzen müssen, um alles zu beschleunigen? Sollte ich mich unbehaglich fühlen, wenn ich mit ansehe, wie sich Ted Farrows Taschen mit dem Geld der Verzweifelten und Verhungernden füllen? Vielleicht, aber ich weiß, dass es seine Überzeugung, sein Geld und sein Tatendrang waren, die die leeren Mägen der Welt gefüllt haben. Nur die Lebenden können Verzweiflung empfinden. Und wir haben ihnen ihr Leben zurückgegeben. Wir, unsere Arbeit, Farrows Ressourcen, der Triumph der Wissenschaft. Zusammen haben wir die Welt verändert. Ich muss Vertrauen haben. Ich gehe den Weg der Ahnen. Wir sollten finden, was wir suchen. Bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Wir werden hier fündig. Und wenn ich dir hier nichts mitnehmen kann... Bleibt noch so viel verborgen. Wenn ich dir hier noch nichts mitgeben kann, dann spätestens mit Hilfe von Gaia. Diese Konsole ist noch funktionstüchtig. Okay. Erstmal gucke ich mir hier den Tresor an. Irgendwelche Datenpunkte noch? Erstmal nicht. Okay. Welche Konsole? Die hier? Noch ein Protokoll. Ha. Na dann, schauen wir uns an. In jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Okay, Plan für einen Rankenschneider. Und wir haben ein Ablösungsmodul bekommen. Stelle den Rankenschneider her. Oh yes, Leute, es ist soweit. Wir bekommen das nächste Werkzeug. Höchstwahrscheinlich vielleicht sogar das letzte Werkzeug, das wir uns in diesem Spiel herstellen können. Das hier auch aufsperren? Nö. Die Tür scheint nicht mal aufstemmbar zu sein. Wow. Hallo. Das ist eine Menge Wasser. Müssen wir am Ende da auch noch durchschwimmen? Oder? Ich hoffe nicht. Marianne Nafisi hat gekündigt. Oder Marjane. Persönliches Protokoll, das Treibhaus, 2. August 2049. Aus Marjanes oder Marianes Brief, ich kündige mit Bedauern. Ich bedauere es auch, Marianne. Du warst eine hervorragende Kollegin, aber niemand steht über dem Team oder dem Projekt. Ich kam her, um Leben zu erschaffen, nicht um es zu zerstören. Nach allem, was wir zusammen erreicht haben, hätte ich diesen Mangel an Visionen nicht erwartet. Ja, die Richtung unserer Forschungen hat sich geändert, aber Biomasseumwandlung ist nichts anderes, als Holz in einem Ofen zu verbrennen oder Ethanol aus Melasse zu destillieren. Es ist eine Methode, organisch erfasste Solarenergie freizusetzen. Ja, es gibt militärische Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie, aber das ist noch lange kein logisches, moralisches Argument gegen Biomasseumwandlung an sich. Das zu behaupten, ist schlicht und einfach emotionale Überreiztheit. Der traurigste Aspekt des Lebens ist derzeit, dass die Wissenschaft Wissen schneller sammelt als die Gesellschaft Weisheit. Isaac Asimov.
dass Nafisi ihren Brief mit einem Zitat beendet hat, macht es zu einem direkten Angriff. Kindisch, enttäuschend, persönlich. Jedes Bedauern, das ich wegen ihres Abschieds vielleicht empfunden hatte, war in dem Moment verflogen. Ich wünschte ihr Glück bei ihrer neuen Stelle, die sie finden kann. Aber das Treibhaus wird gestärkt aus der Sache hervorgehen, befreit von ihrer eingeschränkten Denkweise. Ich möchte mit einem anderen Zitat abschließen, das besser zu den Umständen passt. Man braucht im Leben nichts zu fürchten, man muss es nur verstehen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu verstehen, damit wir weniger fürchten. Marie Curie. Okay. Das muss die vierte Teststation sein, die wir auf der Karte sahen. Sie ist wohl zeitweise überflutet gewesen. Also, nur mal so ein Gedanke. Verstehe ich das richtig, dass diese Forschungseinrichtung am Ende sogar dafür gesorgt hat, dass die Maschinen, die entwickelt wurden, mit Biomasse liefen? Und dass das Ganze dann außer Kontrolle geraten ist, entgegen ihres eigentlichen Zwecks? Ne, weil wenn das hier eine von Ted Farrow, der ja für das ganze Desaster verantwortlich ist, finanzierte Einrichtung ist, könnte durchaus sein, oder? Dass hier diese Idee und die Technologie, dass die Maschinen eben mit Biomasse laufen, überhaupt entstanden ist. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Dabei bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe oder es nur falsch interpretiert habe. Keine Ahnung. So, oh. Das ist, wir können am Seil runterrutschen. Okay. Okay. Ganz einfach. Natürlich. Zack. Da wären wir wieder. Zurück beim Lager. Unglaublich, dass du es alleine. Oh. Unglaublich, ja? Dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren enden Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt. Schon witzig, dass sie jetzt im Prinzip gegen ihre eigenen Leute kämpft. Alles klar, super Leute. Da aber die Zeit so langsam aber sicher schon abgelaufen ist für den heutigen Part, würde ich sagen, die Herstellung des Werkzeugs verschieben wir auf den nächsten Part. Also dann Leute, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!